In einer Asylbewerberunterkunft in Fulda werden christliche Flüchtlinge von Muslimen massiv diskriminiert. Dies berichtete der Pfarrer der evangelischen Bonhoeffer Kirchengemeinde in Fulda, Marvin Lange, gegenüber der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Es ist ein Skandal, was dort läuft, gerade jetzt während des Ramadans. Er und sein Pfarrkollege hatten 9 Iraner getauft. Die Ex-Muslime erzählten, dass Frauen von muslimischen Männern angewiesen würden, sie mögen sich verhüllen und sich nicht wie Schlampen kleiden. Christen würden bedrängt, am islamischen Gebet teilzunehmen. Während der Nacht werden die Lautsprecher aufgedreht, aus denen Koransuren durch die Gänge schallen, berichtet Lange. Der Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Osthessen, Martin Schäfer, nannte es gegenüber IDEA ein offenes Geheimnis, dass Christen in den Unterkünften unter Repressalien leiden. Der Polizei sind aber die Hände gebunden. Man könne den Betreibern der Heime keine Vorschriften machen, wie sie die Menschen unterbringen. Das Schicksal der jungen Christin Bina Dangol hat viele Leser von IDEA Spektrum sehr bewegt. Sie hatten in der Mai-Ausgabe des Wochenmagazins der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA ein Porträt von Markus Spieker über die Nepalesin gelesen. Daraufhin spendeten die Leser mehr als 5000 Euro. Bina Dangol und ihre Familie hatten bei einem schweren Erdbeben im April 2015 alles verloren. Spieker interviewte die 23-jährige Vorschullehrerin vor ihrem zerstörten Haus in einem Vorort der Hauptstadt Kathmandu. Sie berichtete, dass sie keine Hilfe von den Nachbarn bekomme, die laut Dangol alle Hindus sind. Ihre Familie entschied sich aber vor 10 Jahren für den christlichen Glauben und lebt bis heute in einem Wellblechverschlag. Ende Juni überreichte Markus Spieker die Spenden an Bina Dangol. Die Freude bei der jungen Frau war groß. Sie sagte, Gott hat auf unsere Gebete geantwortet. Von dem Geld will sie für sich und ihre 5-köpfige Familie ein neues Haus bauen lassen. Zu Gefangenen des Monats Juli haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und IDEA ein Ehepaar in Indien benannt. Sie rufen dazu auf, sich für Pastor Anthony und seine Frau Prabha einzusetzen, für sie zu beten und sie durch ein Protestschreiben an die indische Botschaft in Berlin zu unterstützen. Die beiden Evangelikalen waren Mitte Mai von der Polizei in der Stadt Satna im zentralen Bundesstaat Madhya Pradesh festgenommen worden. Sie kehrten gerade von Gebetsversammlungen zurück, die sie geleitet hatten. 3 Hindus warfen den Christen vor, sie zum Glaubenswechsel gedrängt und dabei ihre religiösen Gefühle verletzt zu haben. Madhya Pradesh zählt zu den 5 Bundesstaaten, in denen ein Gesetz missionarische Aktivitäten von Christen unter Strafe stellt.